Hallo, zurück zu einer neuen Challenge. Hallihallo, Hallöchen. Ja, hallo an alle, die mich noch nicht kennen. Hallo, ich bin Elena. Ja, wir fangen jetzt nämlich eine neue Challenge an. Und für alle, die sie nicht kennen, das ist Ruby. Ich sag euch mal eben, welche Challenge wir spielen, aber ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Wir spielen die Rags to Riches. Und da freue ich mich super duper drauf, weil ich liebe dieses, ja, ihr seht schon, so ein etwas hässliches Leben. Was dann schön, ja, genau, was dann schön wird. Ja, das ist Ruby. Alle, die Ruby nicht kennen, sie ist aus meinem Asylum oder Magic Asylum Challenge entsprungen. Sie ist eine Magierin und hat es jetzt endlich hier geschafft, dass sie raus darf. Wir sind immer noch hier in dem Asylum. Für alle, die es halt nicht geguckt haben oder die es jetzt nicht interessierte, wir ziehen jetzt heute von hier aus und ziehen in unseren, ja. Ich sag noch nicht, wohin wir es ziehen, denn sie hat in dem letzten Part von der Asylum Challenge eine Nachricht bekommen. Wir hatten damals gesagt, wenn wir den Titel Meister hier erreichen, dann ziehen wir hier aus. Und den haben wir jetzt erreicht. Und wir haben eine Nachricht bekommen von jemandem, der uns etwas zur Verfügung stellt, wo wir wohnen können. Und ja, das zeige ich euch gleich. Ich bin recht gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Ja, dann würde ich sagen, wir skippen heute die Schule und fangen mit der neuen Challenge an. Ja! So, bevor es losgeht, ich habe hier einen Money Jar und da haben wir die ganze Zeit immer wieder Geld gespart. Achso, wir müssen erstmal gucken, was haben wir da drin? 25, 2, 3, 0. 25, 2, 3, 0. Oh. Man müsste auch schreiben, ne? 25, 2, 3, 0. Und ja, wir haben über das Let's Play hier das Geld gespart und nehmen jetzt mit diesem Geld, kaufen wir dieses Grundstück, was ich ja platziert habe. Ansonsten, glaube ich, habe ich gar nichts mehr hier drin. Die Bilder habe ich hier, glaube ich, auch schon abgenommen. Genau, die Bilder hier an der Wand habe ich schon abgenommen. Und sonst haben wir auch, glaube ich, nichts hier gehabt, aber ich schaue noch einmal rein. Nee, genau, war auch leer. Und dann verabschieden wir uns jetzt aus diesem Asylum. Wir hoffen sehr, dass die Bewohner, die hier noch wohnen, vielleicht auch irgendwann mal rauskommen. Nochmal kurz zur Info. Wie gesagt, für Leute, die es nicht kennen. Ich habe drei Bewohner verloren. Die sind leider alle ertrunken, glaube ich. Oder? Ich glaube schon. Ich glaube, er ist fast verbrannt hier. Aber egal. Wir haben ja auch nie mit denen hier gespielt. Es war ja auch Teil der Challenge, was wir nur mit unserem Sim spielen. Und ja, ich will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Es geht los. Tja, Leutis, vielleicht erkennt ihr schon, wo wir sind. Ich drehe mich mal so ein bisschen. Die Sims-Kenner wissen schon, wo wir sind. Ja, wir sind in Evergreen Harbor. Und da seht ihr schon unser Grundstück, aber ich zeige euch das jetzt mal im Detail. Das ist jetzt unser Grundstück, wo wir hier wohnen werden. Ich hatte ja gesagt, in dem Brief stand ja drin, ich habe etwas für dich, ja, aufbewahrt. Lass dich nicht erschrecken, es sieht sehr schlimm aus. Und ihr seht schon, es sieht sehr schlimm aus. Normalerweise startet man bei Rags to Riches ja mit gar nichts. Aber da wir ja uns ja schon ein bisschen was aufgebaut haben, ja, habe ich gedacht, dann zieht sie hier in so ein Wohnmobil, was ich eigentlich auch richtig cool fand. Jedoch ist das Wohnmobil natürlich super old gehalten und schäbig. Ihr seht, wir haben hier draußen super viel Müll, aber auch eine kleine Wasseranlage, die zwar wahrscheinlich höchst wahrscheinlich irgendwo kaputt geht, aber egal. Wir haben hier so ein bisschen was zum Anpflanzen und ja, das war es eigentlich auch schon, glaube ich, ne? Mehr haben wir hier draußen nicht. Ach so ein Waschding und eine Werkbank, weil wir haben ja schon mit Ruby so ein bisschen geübt. Und dann würde ich jetzt euch einen Teller, ja super, irgendwer hat hier seinen Teller liegen lassen. Okay, ich zeige euch jetzt mal das Wohnmobil. Erschreckt euch nicht, ich habe es mit Liebe eingerichtet, super schön. Ja, ihr seht schon, es ist super schön geworden mit Liebe. Ich habe natürlich jede Ecke geputzt und die Löcher, ja. Nein, aber das habe ich jetzt, das Wohnmobil war schon. Ich habe es nur eingerichtet, aber ihr seht schon, es ist nicht auf dem neuesten Stand und es ist schon ziemlich
ziemlich hässlich, sag ich mal. Aber man kann einiges draus machen, weil es war vorher schön eingerichtet. Es hat mir wirklich leid getan, das so hässlich zu machen. Aber naja, was soll's. Hier seht ihr nochmal das Schlafzimmer, wo die Gute dann schlafen wird. Und dann gibt es natürlich noch ein Bad, was auch gerade so, ja, hergerichtet ist. Aber ich finde es eigentlich echt cool. Lasst euch nicht verwirren, dass es hier unscharf ist. Wie gesagt, ich habe ja diesen Preset drin. Ja, das ist jetzt unser Wohngrundstück. Ich habe hier das Geld auch weggenommen, was wir gerade noch über hatten. Das waren nur noch 6.000 oder sowas. Also wäre zwar cool gewesen, das zu behalten. Haben uns auch angespart. Aber ich dachte mir, na, für die Rexridge ist es schon cooler, wenn wir gar nichts haben. Aber da fällt mir ein, wir waren ja auf dem Flohmarkt und haben unsere Lampe und unseren Stuhl gekauft, die wir natürlich im anderen Haushaltsinventar haben. Das ist jetzt, das ist natürlich Profimodus ohne Ende. Aber so kennt ihr es, ne? So kennt man's. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir skippen heute trotzdem die Schule und erkunden so ein bisschen die Stadt. Wir machen natürlich das hier auch irgendwann noch voll, hoffentlich. Aber wie ihr seht, wir sind Meisterin und fehlen nicht mehr so viele Punkte, bis wir das hier komplett vervollständigt haben. Das finde ich richtig cool. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier vielleicht an diese Tafel. Gott, das ist so schrecklich, ne? Das sieht so kacke aus. Ich weiß, dass man das alles irgendwie schöner machen kann und dann ist hier der Müll auch weg. Aber ich habe gar keine Ahnung, wie das geht und was wir dafür machen müssen. Ich habe noch nie so wirklich ein Evergreen Harbor gespielt. Also schon ein bisschen, aber dann in der schönen Ecke und auch nicht wirklich was für die Umwelt gemacht, muss ich leider sagen. Aber upala. Wir klicken hier jetzt erstmal drauf. Oh, wir können leider nichts. Abstimmung ist derzeit abgeschlossen. Ich glaube, die sind immer freitags, oder? Egal, dann lesen wir jetzt erstmal den Tratsch. Hättet ihr Bock. Ich muss hier den Besen wegnehmen, damit sie nicht immer rumfliegt. Weil ist dann doch vielleicht ein bisschen auffällig, ne? Nee, ich möchte aber nicht, dass du zur Schule gehst. Warte! So, da oben in dem Ding steht, diese Gemeinschaft ist so unfassbar lustig. Ich wollte nur sicher gehen, dass es jeder weiß. Danke. Wie gesagt, ich nehme mir jetzt mal den Besen. Ich pack den ins Familieninventar, weil ich möchte den nicht verkaufen. Warum haben wir zwei? Verstehe ich nicht. Wo ist unser Haus? Schon verloren, ey. Schon verloren. Haben wir noch irgendwo eine freie Wand, wo wir den hinpacken können? Na, sicher nicht. Ah, doch, hier. Irgendwo. Aber wo? Ah, draußen. Okay. Und dann packe ich die ins Familieninventar, weil ich möchte nicht, dass sie die die ganze Zeit benutzt. Jetzt haben wir den Besen weggepackt. Ach so, die Bilder. Stimmt, die Bilder können wir auch gleich mal aufhängen. Aber ich möchte einmal, dass du hier reingehst und dann gucken, was sie sagt. Ach so, habe ich gefragt, ob ihr Lust habt, ob wir ihren Umstyling machen? Ich weiß es gerade nicht. Weil ich hätte Lust auf neue Haare. Und vielleicht neue Outfit oder so, weil sie hat ja noch, ich kann euch das ja mal zeigen eben, sie hat ja noch ihr komisches Outfit vom, oh Gott, Leute, ich kann nicht reden und klicken. Bitte. Hier, das hier. Das muss ja auf jeden Fall gelöscht werden. Das war ja ihr Asylum-Outfit und das sind wir jetzt los. Das gibbet hier nicht mehr. Jetzt kann sie anziehen, was sie will und wann sie will. Habe ich denn das gemacht? Das ist ja cool. Das behält sie jetzt erstmal an. Was würdet ihr eigentlich für einen Style geben? Ich glaube, ich würde ihr schon sowas in diese Richtung geben. Also sowas Sportliches. So elegant, glaube ich, steht ihr nicht. Aber das können wir uns ja mal irgendwann angucken. So, na? Erstmal ein Selfie. Woo, ich bin in meiner ersten eigenen Wohnung. Wenn man das so überhaupt nennen kann. Meiner ersten eigenen Bruchbude. Genau, das muss natürlich auch erstmal geteilt werden, wo auch immer du das teilst. Weil Sozialhase habe ich bei ihr deaktiviert, weil das mich immer genervt hat. Aber ich glaube, sie findet es ganz okay. Wir haben hier das Nötigste zum Leben. Wir haben einen Backofen, glaube ich, ein Dings und so. Also so ein bisschen haben wir was. Ich habe es nicht ausprobiert, ob alles geht, weil das habe ich schon ein bisschen länger hergebaut. Aber wir werden es ja dann im Laufe sehen, ob alles funktioniert. Ich möchte jetzt mal so ein bisschen hier die Gegend erkunden. Kann hier mal irgendwie jemand vorbeilaufen? Ich weiß auch, dass es hier, wo ist es, das hier? Dass es das hier gibt. Was ist das und wie kümmere ich mich darum, dass ich hier was Cooles hinbauen kann? Muss ich dafür auch hier hingehen? Aber es ist bestimmt auch geschlossen, diese Abstimmungsding, oder? Ah nee, du bist ein Kind. Kinder interessieren uns nicht. Können wir hier angeln? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber was soll hier auch schwimmen? Also das, was wir angeln, würde ich hier auch nicht essen wollen. Das ist ja schon ein bisschen widerlich. Dann, oh, warte, da ist wer. Da ist doch wer.
Hallo, Nancy. Oh, du siehst aber doof aus. Mit dir will ich nicht reden. Mann, die sehen alle so doof aus irgendwie. Naja, dann kann sie ja erstmal hier ein bisschen was bauen. Sie braucht zwar jetzt nicht. Oh, wir können nichts bauen. Wir haben kein Geld. Super. Dann pflanzt doch mal was an. Wir haben kein Geld. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Oh, wir haben noch unsere Frösche. Sehr gut. Die können wir noch hier. Ein Blattfrosch züchten mit einem Blattfrosch. Ansonsten, nee, das ist unser Begleiter. Das will keiner kaufen. Wieso? Warum habe ich eine Rechnung hier drin? Die ist, glaube ich, noch aus dem Asylum. Kann das sein? Pack die mal weg, bitte. Wir können ja mal hier im Container nach Einrichtungen wühlen. Und ich glaube, wir haben bei uns doch auch einen hier stehen, ne? Ach, der ist aber leer. Na gut. Weil dann können wir die Möbel. Oh, was? Nein, zieh das um. Du darfst das nicht anziehen. Du bist doch jetzt frei. Du brauchst das nicht mehr anzuziehen. Guck mal, jetzt noch richtig drin. Zieh wieder deine komische da, das da an. Genau, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ach so, genau, nach Einrichtung wollte ich wühlen, damit wir die vielleicht verkaufen können. Das fände ich eigentlich ganz cool. Und du? Fühlst dich wohl, ne? Ja. Ey, du bist zu schnell. So schnell bin ich gar nicht. Wo gehst du denn hin? Da musst du doch hin. Ach ja, Leutis. Guck mal, wie hässlich das übrigens aussieht ohne den Filter. Schön, ne? Viel schöner. Finde ich auch. Los, du Mülltonnentaucherin. Was findest du denn so? Und? Oh, ein Bett? Ja, sehr gut. Können wir nochmal? Ah, schade. Dann will ich es aber direkt mal verkaufen, um dann. Was bringt das? 400? Boah, geil. Dann können wir jetzt ja direkt hier Samen kaufen. Ich möchte einmal Früchte und einmal Gemüse haben. So, dann öffnen wir das mal. Samenpaket öffnen. Samenpaket öffnen. Mach mal auf. So, oh, das ist voll viel Scheiße. Ich hätte gar nicht so viel kaufen müssen, glaube ich, ne, oder? Hier machen wir jetzt einfach mal so was hin. Und auf die andere kommt Paprika. Kann ich auch noch einen Bananenbaum irgendwie. Boah, ich will hier eigentlich keinen Baum hinpflanzen, neben den ganzen Müll. Das wird ja ekelhaft. Naja. Müssen wir halt machen, so, ne? So, müssen wir jetzt jeder einzeln anklicken? Oh, hey Nachbar, stopp, stopp. Ökomeister, hallo Ökomeister. Hey Nachbar, möchtest du erfahren, wie du etwas verändern kannst? Wenn du eine Minute Zeit hast, würde ich dir gerne erklären, wie du mit deiner Stimme helfen kannst. Ja, das ist cool, die Nachbarschaft grüner zu machen. 2 Sekunden, ja? Was? Oh, Mülltonnentaucherin. 2 Sekunden bitte, dann kommen wir gleich. Wir müssen eben unsere Weintrauben einpflanzen. Oh, wo ist unser Haus? Mein Gott, ich verliere es immer. Wo ist unser Kühlschrank? Hier. Dann kann ich die nämlich da reinziehen. Also ich würde dir gerne auch so ein bisschen runtergekommene Kleidung geben, aber irgendwo finde ich so eine coole Kleidung auch gut, weil, ne, wenn sie zur Schule geht, muss ja nicht direkt. Sie ist ja schon unbeliebt, weißt du? Da muss ja nicht jeder noch über ihre Outfits lästern, wenn sie hier so schmuddelige, dreckige Klamotten hat. Aber wir können ja gucken, dass wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Geld haben, dass wir ihr ein Umstyling geben, sodass sie dann sozusagen beim Friseur war oder sowas. Das finde ich eigentlich ganz cool. Oh. Oh nein, wir sind doch zu Hause. Er sagt, ach, verflixt, du scheinst nicht zu Hause zu sein. Doch, warte doch mal. Mann. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass du für nachbarschaftliche Aktionspläne abstimmen kannst. Das weiß ich. Wenn du unsere Nachbarschaft zu einem besseren ökologischen Fußabdreck, Abdruck verhelfen möchtest, kannst du einige tolle Aktionspläne unterstützen. Grüne Initiativen, umweltfreundliche Geräte und Produktion sauberer Energie. Ja, das finde ich cool. Das Abstimmen ist ganz einfach. Ich gebe dir ein paar Einflusspunkte, damit du loslegen kannst. Du kannst entweder an einer öffentlichen Abstimmungstafel oder sogar an deinem eigenen Briefkasten abstimmen. Die Abstimmung endet am Montag um 18 Uhr. Weitere Informationen findest du in der Simonologieleiste Y. Können wir dann jetzt schon machen? Was ist denn unser Briefkasten? Wo ist unser Briefkasten? Habe ich keinen Briefkasten? Na gut, dann müssen wir vielleicht doch einmal hier hin. Aber hier steht ja, wir könnten nicht. Derzeit, Abstimmung derzeit geschlossen. Na gut. Dann können wir es halt noch nicht machen. Dann kümmern wir uns trotzdem weiterhin erstmal um unseren Garten. Und vielleicht ist das auch eine gute Einnahmequelle. Was ist das? Ich liebe Gartenarbeit. Ruby ist in ihrem Element. Und da sie etwas tut, was ihr gefällt, steigt
Sogar ihr Spaß nehme ich mal an. Sogar ihr Spaßbedürfnis, das ist toll. Dafür gab es früher noch eine Mod. Ach, guck mal, wir haben sogar hier so ein Ding. Wir können nach Sommerdeko wühlen. Cool. Ich habe mir gar nicht angeguckt, was hier alles für Müll steht. Aber wir können, glaube ich, damit nichts machen. Naja, das ist dieses Wasserding. Ansonsten ist hier auch nur Müll, 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 Müll. Hier ist auch nur Müll. Ach nee, das sind Lichter. Hier ist ein komischer Ofen. Okay, alles nur Müll. Ach, einfach ein Flugzeug. Gott, Leute, hier steht ein Flugzeug. Und hier ein Boot. Okay. Müllhalde. So, können wir mit dir quatschen? Wer bist du denn? Daryl. Hey, den kennen wir doch. Daryl Charm. Ist das nicht der Vater oder Bruder von Gemma Charm? Grünzeugstandbesitzerin. Stimmt. Man kann jetzt auch so ein... Könnten auch was verkaufen. Das ist ja cool. Ja, können wir mit der ein bisschen quatschen? Oh, der ist super heiß, die Arme. Naja, kann man jetzt nichts machen. Mann, warum bist du denn in der Garte verknallt? Was soll das? Guck mal, man kann hier, was habe ich hier? Hilfe bei Bodengängen anbieten. Das finde ich ja cool, aber sie hat im Moment nichts für uns. Ein Geschenk überreichen. Wir könnten ihr was schenken. Rosafarbene Bärenmütze. Wir haben aber nichts, was wir dir schenken können. Agatha. Agatha? Ja, Agatha. Wo ist denn dein Stand? Den würde ich ja gerne mal sehen. Ach so, ich habe es ja völlig vergessen. Wir sind ja mit Noah jetzt zusammen, ne? Wie findet ihr es eigentlich? Ich bin immer noch sehr verwirrt davon. Sollen wir ihn mal einladen auf unser Grundstück oder ist es noch ein bisschen sehr peinlich? Weil, boah, ich denke die ganze Zeit ja Post, weil hier ist so ein Ding. Weil wir wohnen jetzt zwar alleine und sind da raus, aber ich weiß gar nicht, ob er das wusste. Hört es auch mal auf zu blinken. Ja, ich glaube, ich lade ihn aber jetzt erstmal nicht ein. Und Jeb auch nicht, weil es ist dann doch noch ein bisschen unangenehm hier. Deswegen bleibt sie hier erstmal allein. Okay, wir sind gerade aus der Anstalt raus. Wir brauchen sowas nicht. Ach so, wir haben unsere Pflanzen gar nicht gegossen, oder? Wir müssten die vielleicht auch mal bewässern, ne? Haus rein, Agatha. Agatha. Wir gehen unsere Pflänzchen gießen. Das ist eine wichtige Aufgabe. Ja, ja. Oh, Ashley ruft an. Ashley sagt, ja, du hast dich ja mit Calvin angefreundet. Ja, jetzt wo wir raus sind, haben wir uns mit Calvin angefreundet. Ach so, hättet ihr Lust, dass ich den Kalender hier bearbeite? Dass wir 14 Tage pro Feiertag haben, Feiertag, pro Saison haben oder wie das heißt, ein paar dazu packe, weil das habe ich bei mir in meinem privaten Spielstand. Dass ich zum Beispiel hier vor Weihnachten habe ich noch so ein Pre-Christmas oder so, dann er hatte Dankbares, dann habe ich noch Halloween und so einen Scheiß. Ich glaube, das fände ich eigentlich ganz schön, oder? Sagt mal, wie ihr das findet. Ach ja, du süße Maus. Jetzt bist du hier ganz auf dich allein gestellt. Mit deiner Gießkanne. Oh, die ist schon süß, ne? Ich finde, das ist total schöne Sisi hier. Das ist so richtig schön so gestrickt. Ich wollte jetzt nicht auf ihren Poppes zoomen. Ich wollte aber auch nicht auf ihre Boobies zoomen. Und dann, ach Mann, Leute. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mann, wo ist das unangenehm jetzt? Als hätte ich so... Oh, ist sie jetzt schon gewachsen? Was ist denn hier los? Zauber? Reproduktion. Was ist das denn? Machen wir jetzt noch mal eins. Oh, oh, oh. Ups. Ja gut, jetzt wächst das halt hier, ne? Oh, was ist jetzt los? Hallöchen, ich bin deine neue Nachbarin Yoneko. Du bist heiß auf Kohlen, stimmt's? Lass uns reden. Ich verrate dir, wie die Dinge hier so laufen. Hä? Wer ist denn jetzt schon wieder hier? Leute, schick siehst du aus. Mein Gott, also Sims, ne? Also, ich sag da nichts zu. Ah, okay. Aktionspläne, profitable Nachbarschaft, okay. Cool, cool, cool. Danke, dass du mir dein Ohr schenkst. Ich bin Yoneko Ablalala. Steht zu deinen Diensten und ich kenne mich in der Welt des Unternehmtums aus und der geschäftlichen Transaktion bestens aus. Möchtest du schnelles Geld machen? Natürlich willst du das. Und du weißt, dass ich der richtige Ansprechpartner dafür bin. Also los, ran an den Speck. Je mehr wir allerdings mit Simoleons handeln, desto häufiger müssen wir für nachbarschaftliche Aktionspläne abstimmen. Hast du schon mal etwas davon gehört? Es gibt einige wichtige Initiativen, die wir Großverdiener abstimmen. Boah, es ist super schwer, diesen Text hier zu lesen. In dem anderen war es einfacher.
Moderne Entwicklung, technische Unterstützung, Förderung der kreativen Künste. Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Ich gebe dir ein paar. Okay, bla 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 bla. Okay, danke für die Info. Ist das jetzt so ein... Wie sie guckt, so richtig so. Hör auf meinen Rat und ich werde dadurch noch reicher. Ich auf diesem Mini-Steg einfach. Ja, ich glaube, das ist vielleicht nett, aber es kommt mir gerade irgendwie ein bisschen suspekt vor. Von daher gucken wir mal, was so, wofür wir so abstimmen. Jetzt erstmal machen wir uns sowas zu essen. Was ist denn hier günstig? Ein Obstsalat könnten wir machen. Ist aber nur ein Simoleon günstiger. Ansonsten ein Veggie-Hummus-Sandwich. Was haben wir denn? Wie viel Uhr? 2:30. Ja, mach dir ruhig Teigtaschen. Eine Familienportion. Dann hast du auch für morgen was. Ja. Ist okay. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir reden. Mann, geh weg. Ja, das habe ich doch schon gelesen. Hau ab jetzt. Mann. So. Keiner nervt Ruby mehr. Sie ist jetzt hier alleine in ihrem super tollen Gebäude. Oh, sorry, Leute. Das war das Dings für den Reshade. So sieht das nämlich aus, wenn man das öffnet. Aber das juckt mich jetzt gerade eh nicht. Ja, mach Teigtaschen. Was hast du hier eigentlich für Kekse und so? Das sind Tierkekse, ne? Aber die stehen hier bestimmt auch schon lange, ne? Wenn es hier schon so staubig ist. Oh. Agatha, hallo. Hast du gefragt, ob du rein darfst? Die kommt ja einfach rein. Agatha, das ist unangenehm. Hier liegt überall... Oh, sie schämt sich, glaube ich, ein bisschen, ne? Lachst du uns aus? Lachst du uns aus, dass wir ein Independent Woman sind und hier in unserem eigenen Wohnmobil wohnen? Was? Ne, jetzt ist sie... Doch, sie ist jetzt... Okay, Agatha ist, schwierig. Ich weiß nicht, was Agatha von uns möchte. Tschüss, Agatha. Oh, jetzt geht die auch noch ins Schlafzimmer. Nee, doch nicht. Siehst du richtig so, ich check mal deine Bude ab. Hast du toll gemacht hier. Ja, sieht... Oh nee, ich dachte, da funkt irgendwas. Sieht gut aus. Ruby ist so... Ja, danke, Agatha. Oh Gott! Ich sag doch, hier funkt irgendwas, ey. Hier sterben wir. Ich sag's dir. Stopp! Panik! Nein! Können wir das Feuer löschen? Löschen. Ja, was? Scheiße! Der Abschlussball. Nerv nicht, Abschlussball! Ich kann das Feuer nicht löschen. Was mache ich denn jetzt? Warum kann ich das Feuer nicht löschen? Hallo? Wo? Warum ist da kein Platz? Also, kommt die Feuerwehr von alleine, oder? Ah, da ist er ja schon. Ja. Feuerwehrmann, kannst du es löschen? Hallo? Dieses Geräusch geht mir auf den Sack. Können wir das Feuer löschen, Mann? Hallo? Agatha, reg dich ab. Okay, das Feuer wurde gelöscht. Der Feuerwehrmann hat zwar nichts gesagt, aber okay. Ich glaube, ich entferne oben den Schrank. Keine Lust, dass es jetzt immer hier verbrennt. Oder woran liegt es? Liegt es am Schrank? Mal den Schrank weg und das tun wir auch mal irgendwo hier hin. Und das Bild am besten dahin, damit es nicht stört. Und den Mülleimer tun wir hier hin. Kein Platz, scheiße. Mist. Warum nicht? So. Zack, passend gemacht. Oh, das wollte ich nicht. Ist jetzt okay, können wir jetzt essen? Sind das unsere Teigtaschen? Wie sind die denn jetzt da reingekommen? Hä? Oder hat sie die vorhin gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Egal, jetzt kannst du eben was essen und erstmal ein Selfie schon wieder. Boah, Leute, es hat hier gerade voll gebrannt, ey. Ich bin fast gestorben. Mann, hör auf mal dieses komische Outfit hier anzuziehen. Achso, es ist warm, dann zieh ruhig das an. Okay, wie lange nehmen wir denn schon auf, Leutis? Junge, 35 Minuten. Okay, ich glaube, das wär's. Dann machen wir jetzt hier ein Päuschen an der Stelle. Och, Mädel, du kannst dich doch auch hinsetzen. Du hast einen Stuhl. Nee, will sie aber nicht. Sie steht lieber. Oh, scheint hier nicht so zu schmecken. Ah, doch. Ist lecker. Achso, sie muss pipi. Na gut, ich glaube, sie isst jetzt weiter und geht dann vielleicht mal auf Toilette. Begeistert ist sie gerade irgendwie nicht, glaube ich, obwohl es lecker ist, aber sie ist ein bisschen zickig. Sehr schön machst du das. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ja, ich hoffe auf noch mehr Zustimmung. Keine Ahnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!